Simtastischen Tag, Leute, willkommen zu einem kleinen Angezockt. Ich wollte das Spiel eigentlich Let's Playen, habe aber für mich selber herausgefunden, dass das gar nicht Let's Play tauglich ist. Das ist relativ schwer und ich weiß nicht. Nun gut, zeigen wollte ich es euch trotzdem mal. Ja, weil ich es einfach gerne gespielt habe früher. Ich habe das... ja, also ich habe das auf jeden Fall mal als Kind gespielt, früher auf der PlayStation 1. Und ich habe doch echt mal versucht, ganz viele Kombos und alles so aufzubauen, aber erstmal zum Spiel. Wir spielen Star Wars Masters of Tereshazi oder Kasi oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das ausspricht. Und nun ja, das Spiel ist ein Star Wars Spiel. Ist aber total anders, weil es einfach ein Beat'em-up ist, sowas wie Tekken. Und nun ja, ich zeige euch einfach mal so ein bisschen jetzt hier rum, wenn ich den Knopf finden würde. Hallo? Ach, wir müssen Start drücken. Gut, es gibt hier verschiedene Spielmodi. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit dem Survival-Modus. Ich erkläre mal kurz, was der so an sich hat. Wir haben hier auch verschiedene Charaktere, die wir spielen können. Unter anderem Han Solo, Aden Lynn, ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne die gar nicht. Chewbacca natürlich. Tok. Das ist halt so eine kleine Wache. Von Jabba the Hutt oder so, denke ich mal. Dann haben wir einmal einen Taskenräuber, Luke Skywalker, Boba Fett und Prinzessin Leia. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch einfach mal eben Chewbacca. Fangen wir mal mit dem an. Ich habe es echt gerne gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es immer so ganz lustig fand und so und halt die ganzen Charaktere von Star Wars irgendwie zu sehen. Es gibt ja auch verschiedene Levels, das ist jetzt zum Beispiel hier diese Carbon-Gefrierkammer. Man kann verschiedene Kampfkombis machen, treten, schlagen, man kann auch Sachen verbinden, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich echt schlecht, da kann ich gar nichts. Und Sinn bei dem Survival-Modus ist es, so weit wie möglich zu kommen, so weit wie möglich zu überleben. Und umso mehr man mitnimmt von den Feinden, umso weiter kommt man dann im Endeffekt. Ne? So, einmal einen Kick verpasst und tot. Also, ich finde das Spiel an sich relativ schwer. Kann aber auch daran liegen, dass ich mit einem Emulator spiele. Aber, ja gut. Ich bin nicht wirklich gut da drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kickt mich jetzt weg. Oder? Ja, auf jeden Fall, ihr habt ja gesehen, oder wie ihr gesehen habt, bestimmt, die Leben, die behalten wir. Also, wenn wir jetzt Leben verloren haben, die behalten wir fürs nächste Mal auch. Aber ich glaube, den schaffe ich nicht mehr. Ja, okay, da habe ich verloren. Und ihr seht einfach, ich hätte es wirklich gerne Let's Played, aber ich werde es halt einfach nur Let's Shown, weil, ja, es ist halt relativ schwer und, ich denke mal, viel gibt es auch eigentlich gar nicht zu sehen. Deswegen halt nur einfach dieses Video. Ich zeige euch nochmal den Practice Mode. Den habe ich noch gar nicht gespielt. Dann nehmen wir mal Luke Skywalker. Gegen Boba Fett. Okay. Mal gucken, was das für ein Spielmodi ist. Luke Skywalker versus Boba Fett. Mal gucken. Ach so, das ist so ein Übungsmodus. Also ihr seht, man kann verschiedene Arten an Knöpfe drücken, wenn man dann noch irgendwelche Kombos dazu drückt. Dann kann man auf jeden Fall irgendwie was Gutes hinlegen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich nie wirklich, ich war nie wirklich Profi drin in so einem Spielen. Also hier, Beat'em Up. Außer in Sir Calibur, das habe ich relativ gerne gespielt, das konnte ich auch relativ gut, aber... Das sagt mir hier jetzt gar nichts, das Spiel. Wir machen mal kurz Spiel verlassen. Das ist, es gibt ja auch so einen Trainingsmodus, typisch halt. Und dann haben wir noch so einen Versus-Mode, das kann man auch im Multiplayer dann spielen gegeneinander. Ich zeige euch mal den Team-Mode. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier so einen Taskenräuber. Dann nehme ich noch so einen Tok. Han Solo. Und Prinzessin Leia. Und das ist halt einfach nur, ja,
Team-Mode. Also man hat vier Leute, die man dann halt im Team hat und muss den anderen totknüppeln. Wie der jetzt ein Lichtschwert rausgeholt hat, das ist mein Rätsel, denn gibt es bestimmt dann halt irgendwelche Knöpfe, die mir gar nichts sagen. Ne? Bin jetzt auch nicht so der übelste Profi, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich krüppel mich hier durch die Gegend, also ich kann gar nichts. Man könnte meinen, ich wäre der schlechteste Spieler der Welt, aber ich lebe ja sogar noch. Nice, okay, jetzt bin ich tot. Jetzt hat er mich abgeschlachtet. Okay, und jetzt? Ah, hier, jetzt kommt der nächste. Also es ist so ein, ja, Teamspiel kann man jetzt nicht sagen. Man hat nur mehrere Charaktere, mit denen man spielen kann. So ist das auf jeden Fall. Und an sich ist es eigentlich ein ganz lustiges Spiel, aber auf Dauer wird es echt langweilig. Und weiß nicht, Let's Play tauglich ist es jetzt nicht unbedingt, aber okay, übertreib halt. Wie er abgeht, wie er mich einfach abschlachtet. Der kann die übelsten Skiller-Tricks und so und ich kann gar nichts. Richtig schwer, das sag ich euch. Okay. Am Arsch, ey. Mann! Ich wusste, also ich habe das Spiel früher, also als allererstes gespielt. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, da kannte ich Star Wars noch nicht mal. Ich habe das Spiel einfach gespielt, weil wir hatten früher so einen kleinen An- und Verkaufladen. Eine kleine, ja, so ein kleiner Laden und da hatten wir Kleidung, die wir verkauft hatten und alte PlayStation 1 Spiele, Nintendo 64 Spiele. Das war auch die Zeit, da gab es noch gar keine PlayStation 3 und da habe ich immer, da durfte ich mir mal Spiele ausleihen aus dem Laden her, gebrauchte und dann habe ich immer gespielt, weil wir früher eine PlayStation 1 hatten. Unter anderem war dann das dabei. Am Arsch, ich kann gar nichts. Also ihr seht echt, ich will auch nicht der übelste Skiller sein, das sollte auch nur jetzt ein kleines Let's Show sein. Ich wollte es gar nicht angeben mit, aber nur um das jetzt euch mal gezeigt zu haben. Länger soll das Video auch gar nicht mehr gehen. Ich weiß, da gibt es noch einen Spielmodus, ich zeige euch den nochmal hier. Das wäre der Arcade-Modus, das war einfach ein Modus, wo es verschiedene Gegner wieder gibt und ihr weiter vorgehen könnt. Das ist so gesehen, glaube ich, der Story-Modus. Und, naja gut, das war Star Wars Masters of Terras Gräsi, Käsi, wie auch immer man das ausspricht. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr gut Englisch könnt. Und, ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Das würde mich auch sehr interessieren. Und, naja, gut, das war jetzt das Spiel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ne?